Oh Gott. Noch ein Hit. Noch ein Hit. Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale. Ja, heute ist es mal wieder soweit. Ich spiele einen neuen Modus und zwar spielen wir heute den Sniper-Modus 2.0. Ja, und ihr habt alle reingeschaut. was? Okay, auf jeden Fall spielen wir heute den Sniper-Modus und ich lande hier an einer etwas abgelegeneren Stelle, denn ich möchte euch heute eine kleine Taktik zeigen, die ich vielleicht nur hinbekomme, wenn ich hier lande. Ja, eigentlich will ich direkt drauf ein paar Kills machen, deswegen beeile ich mich ultra hart hier mit Looten und so. Scheiß auf Munitionskisten, wir bekommen eh genug Munition. Und wir zocken einfach mal hier den neuen Sniper-Modus. Leute, an allererster Stelle schreibt mir in die Kommentare, wie ihr diesen Modus findet, ob ihr ihn cool findet, ob ihr ihn schlecht findet. Und wenn ihr ihn schlecht findet, schreibt mir, wieso ihr ihn schlecht findet. Und wenn ihr ihn cool findet, schreibt mir natürlich auch dazu, wieso ihr ihn cool findet. Ich muss sagen, ich feiere den Sniper-Modus. Allein aus der Tatsache heraus, dass ich halt einfach ein Sniper bin, würde ich mal sagen. Und ich ultra gern Sniper spiele in Fortnite. Und ja, Sniper-Modus ist einfach richtig, richtig nice. Und ich habe heute eine Special Tactics dabei für euch. Und zwar kennen viele, sehr, sehr viele wahrscheinlich, die Doppel-Crossbow-Challenge. Beziehungsweise nicht Challenge, Taktik würde ich eher sagen. Doppel-Crossbow-Taktik. Aber ich muss sagen, es gibt vielleicht eine Taktik, die mir jetzt persönlich besser gefällt. Und alles klar, du kleiner Hund. Von wo hat der geschossen? Ah, da oben. Die gefällt mir persönlich zwar besser. Komm, ich tue so, als ob ich hier wieder rumsitze. Komm, aim. Ja, komm, was ist der für ein Spieler, bitte? Er sieht mich, aber er aimt nicht. Egal. Leute, auf jeden Fall, viele von euch feiern wahrscheinlich die Doppel-Crossbow-Challenge oder kennen die Doppel-Crossbow-Taktik, nicht Challenge. Ich laber einen Scheiß, Leute, es tut mir leid. Aber ich muss sagen, es gibt eine Taktik, die gefällt mir viel, viel besser. Und zwar die Doppel-Autosniper-Taktik in dem Modus für den Close-Range-Fight. Ich hoffe, dass ich hier ein paar Autosnipers noch finde. Bis jetzt noch keine gefunden irgendwie. Richtig kacke. Aber solange spielen wir einfach Doppel-Crossbow, Leute. Wir werden sicher noch Autosnipers finden. Hoffe ich zumindest mal. So, wir laufen mal weiter. Da vorne ist jemand. Oh fuck, wieso muss ich nachladen? Oh Mann. Ich hätte ihn so getötet. Aber ich muss sagen, ich finde den Only Sniper-Modus richtig geil, weil man halt richtig, richtig gut quickscopen kann. Man kann jetzt nicht so gut snipen lernen, weil kein Mensch spielt normal in diesem Modus. Jeder springt rum, jeder hüpft rum, jeder versucht irgendwie den anderen outzuplayen und so weiter und so fort. Also, du wirst keinen treffen, der ganz normal irgendwie hier ganz normal geradeaus rennt oder ganz normal irgendwie basecampt oder so. Komm, peek. Peek, 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 peek. Kleiner Pisser, ey. Auf jeden Fall, man kann nicht so ultra gut snipen lernen, aber man kann ein bisschen so ein Gefühl für die Sniper bekommen, würde ich sagen. Und man kann richtig, richtig gut quickscopen lernen, würde ich sagen. Also für die zwei Dinge ist der Only Sniper-Modus schon gut. Schau mal, er ist einer von den wenigen, die irgendwie hier basecampen. Aber, komm. Schau mal, man hat ihn nicht mal gesehen. Boah, hast du Glück, Junge. Komm, peek. Ja, komm, scheiß auf den. Aber es ist ein cooler Modus auf jeden Fall. Und ich muss unbedingt jetzt hier mal zwei Autosniper noch finden. Junge, Junge, Junge. Komm. Das kann nicht sein, ey. Ich frage mich, was seine Mission ist. Ich glaube, komm, ich spiele den Sniper-Modus. Ich setze mich hier oben hin. Okay, er reloaded. 3, 2. Okay, er läuft weg. Schade. Ich setze mich jetzt hier oben hin und camp. Ich finde, das ist nicht so der Sinn vom Sniper-Modus. Viel geiler, wenn du... War das auf mich? Hi, Bro. Wo bist du? Okay, scheiße. Du, du.
Abim, GG. Für Quickscopes ist der Modus halt richtig geil, Leute, wie ihr vielleicht schon gesehen habt gerade. Und wir haben die erste Autosniper gefunden. Sehr gut. Ich muss sagen, Double Autosniper ist richtig... Oh mein Gott, ich würde... Okay, Leute, wisst ihr, was wir machen? Wir scheißen auf Double Bolt. Wir spielen nur eine Bolt. Double Autosniper ist richtig, richtig nice. Ich feier das mega. Aber dafür brauchen wir noch eine zweite. Und ich hoffe, wir finden gleich noch eine zweite. Da hinten liegt noch Loot. Vielleicht haben wir da eine drin. Da ist ja noch jemand im Haus. Okay, der ist unten. Oh, wie schade. Nicht getroffen. Okay, nice one. GG. Ich glaube, einer ist noch im Haus hier drinnen. Hä, wieso habe ich nicht reingeschossen? Okay, er ist unten. Wieso habe ich nicht beim Crossbow geschossen, oder? Ich habe es einfach nicht gehört. Nice one, GG. So. Oh mein Gott, ich liebe diesen Modus. Der ist richtig nice, ey. Es macht mega Bock, vor allem Quickscopen, Leute. Ihr könnt so gut Quickscopen lernen hier in dem Modus. Und ich muss sagen, Quickscopen ist in Fortnite wirklich eine Sache, wenn man die gut kann. Ich habe schon so viele Quickscope-Kills einfach gemacht. Vor allem, wenn du einfach rumläufst, auch in der normalen Runde gegen eine Shotgun oder so, du läufst einfach rum, zack, gibst einem schnell einen Quickscope, switch dann auf deine Shotgun oder so. Die Leute sind so schnell tot. Und dafür ist der Modus richtig gut, finde ich. Einfach ein bisschen Quickscope lernen. Einfach ein bisschen Leute wegracken. Ich hätte gerne noch eine Autosniper. Fuck, da ist ein lilaner Crossbow. Komm, eine Autosniper nur noch. Ich will euch Double Autosniper zeigen. Das ist so geil. Es ist ungefähr wie, was soll ich sagen, wie Double Revolver. Nur geil irgendwie. Okidoki, dann schauen wir halt mal hier runter Richtung Loot Lake. Da vorne läuft sogar schon jemand. Oh, scheiße, den treffe ich leider nicht. Oh, fuck, ich habe einen bösen Hit bekommen. Scheiße. Oh, warte. Immer diese Camper, Leute. Das, ah, hier. Immer diese scheiß Camper, Alter. Das gibt es nicht. Na, Bro? Alles gut bei dir? Wie geht's dir so in deinem Haus? Oh, Junge. Camp doch nicht. Hab dich. GG. Oh Mann, aber das mag ich echt nicht. So Sniper-Modus, da muss man einfach nach vorne gehen. Da muss man auf die Fresse gehen. Da muss man laufen, laufen, laufen. Und einfach alle Leute wegracken, indem man hier ein paar Quickscopes raushaut. Rechts ist jemand, links ist jemand. Oh, hier ist auch jemand. Ah, er ist da drin, oder? Ja. Oh Gott. Okay, ganz kurz Minis. Komm, wo bist du? Okay, er ist oben. Ich hab doch gebaut. Ah, fuck, den muss ich reloaden. Okay, ich würde gerne... Ah, da ist er. Er ist nicht so gut, Leute. Ich muss einfach kurz ein bisschen chillen. Hab dich. So. Bisschen konzentrieren, Leute. Konzentration ist auch so eine wichtige Sache, wenn man snipet. Einfach wissen, wo man hinschießt jetzt als nächstes. Okay, GG. Ich hoffe, ich bekomme ein bisschen Heal. Der hat da vorne einen getötet. Eigentlich war hier noch irgendwo jemand. So. Tschüss. Okay, wir können eigentlich mal gucken, ob wir noch irgendwo jemanden sehen. Oh fuck, ich hätte so gern noch einen Autosniper. Das glaubt ihr gar nicht. Okay, da ist keiner. 6 Kills haben wir schon. Kann man machen. Wo ist er aber nicht? So, wo ist er? Wo ist er? Bitte. Ein Gegner, der mir einen Autosniper bringt. Weil Leute, ohne Spaß, die Double-Autosniper-Taktik ist richtig geil, weil du einfach... Du hast 2 Autosnipers auf 1 und 2. Und du hast insgesamt 20 Schuss. Du kannst sozusagen
um ihn rum rennt, die ganze Zeit No-Scope-Skin. So pam, 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 pam. Die ganze Zeit No-Scopes mit der Autosniper. Die ganze Zeit einfach in die Fresse schießen. Und dafür ist sie schon ziemlich geil. Ich kann Autosniper, kann ich auf Long Range, kann ich überhaupt nicht Autosniper. Aber pass auf, fürs Video, Leute, für die Highlights, seid ihr bereit? GG. Oh Mann, ich wollte ihn eigentlich no-scopen, aber wieso kommt der jetzt zu mir runter hier? Das kann ja nicht wahr sein. Komm, bitte gib mir eine Autosniper. Ich weiß nicht, von wo jemand auf mich schießt. Von da drüben, glaube ich, ne? Oder von da drüben? Ah, von da hinten, der da. Oh, hast du Luck. Oh, okay, Hit. Oh mein Gott, nein, er hat nicht gewusst, dass ich ihn sehe. Oh Gott, nein, jetzt bewegt er sich auch noch. Kann ja nicht wahr sein. Ja, komm, peek. Ah, oh, verdammt, komm, 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 komm. GG. So. Ich feiere den Auto. Nicht den Auto-Sniper, den Sniper-Modus, ey. Ohne Spaß. Sniper-Mode, einer meiner Lieblingsmodi. Schon immer gewesen. Okay, da oben ist auf jeden Fall jemand drin, Leute. Da baut schon jemand ab. Okay, okay, okay. Haben wir den? Und dann machen wir es einfach selber, Leute. Dann kriegen wir noch einen zweiten Kill. Oh mein Gott, er ist nicht gestorben. Als ob er nicht gestorben ist. Ich hasse die Autosniper. Oh mein Gott, nice. GG. Alter. Ich kann nicht mit der Autosniper. Ich weiß nicht. Leute. Ich persönlich, ich weiß nicht, woran das liegt. Aber ich kann auf Long Range nicht so gut mit der Autosniper schießen, wie ich mit der Bolt schießen kann. Entweder liegt es an der Sniper selber, dass die Kugeln vielleicht anders fliegen, was ich mir aber nicht vorstellen kann, sondern ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich mich, wenn ich die Bolt spiele, ich ganz genau weiß, yo, ich habe nur einen Schuss, der muss sitzen, ich muss mich konzentrieren und muss den Schuss treffen. Und mit der Autosniper spam ich halt einfach, Leute. Mit der Autosniper spam ich einfach drauf. Wir haben unsere zweite Autosniper bekommen. Das ist sehr nice. Und mit der Autosniper spam ich einfach drauf und denk halt so, yo, irgendein Schuss davon wird schon treffen. Oh, okay, okay, okay. Okay, 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 beruhigt euch, Jungs. Nur weil ich hier alleine bin, oder was? Lass mich in Frieden, ey. Okay, irgendwo hinter mir sitzt jemand. Ah, da drüben, der. Aber es snipen zu viele hier gerade auf mich. Das ist nicht normal, ey. Bin mega im Sandwich. Oh. Der hat einen Hit. Aber nur einen Autosniper-Hit. Ich würde ihn gern hinlaunchen, ne? Okay, fuck. Oh, fuck off! Scheiße, Mann. Ich bin mega in der Mitte, das ist richtig kacke gerade. Wir haben 21 Traps, wir können ein paar Leute mit der Trap auch killen. Muss noch kurz chillen, irgendjemand pusht mich. Ach, hört doch auf, ey. Hört doch auf, alle hier hinzuschießen, bitte. Das ist doch nicht schön, das macht doch keinen Spaß. Irgendwo da hinten hockt jemand, der die ganze Zeit hersniped. Komm, wo bist du? Da ist er. Ach, verpiss dich.
Der da vorne sniped auch die ganze Zeit, ey. Wo bist du? Du kannst vor mir nicht fliehen. Okay, warte, wir müssen noch double. Ein Hit. Oh fuck, die sind beide fast leer. Ah. Okay, kurz reloaden. Ein Hit haben wir schon mal gegeben, aber Leute, habt ihr gesehen? Man kann so unglaublich schnell mit Double Autosniper schießen. Das ist crazy. Nur ich war nicht nah genug dran und ich habe gerade nicht richtig gezielt. Aber egal. Oh, ich hasse das. Wieso? Wieso so in der Mitte, ey? Oh Gott. Noch ein Hit. Noch ein Hit. Wo ist er rein? Wo ist er drin? Leute, ich sag's doch, ne? Okay, irgendeiner ist über mir. Schade. Schade, schade, schade. Es leben noch so viele Spieler, Alter. Wir sind relativ close. Ist er da drin? Hier ist er, glaube ich, drin. Oder? Okay, okay, da ist eine Trap. Er ist irgendwo unten. Ah, verdammt, ey. Das ist halt... Achso, nein, mit der Trap. Oh fuck, ich weiß nicht, von wem die ganzen Traps sind, Mann. Hier sind zu viele Traps. Ich lege auch mal noch ein paar. Ich habe ja genug. Oh, ich habe einen mit der Trap sogar gekillt. GG. So, das ist mein Haus, Leute. Genau mein Haus und von niemand anderem, Leute. Verstanden? Sonst gibt's hier Ärger, Kollegen. Oh, scheiße, ich hätte vielleicht im Border meine Traps bauen sollen. Okay, warte, wo habe ich jemanden getötet? Ich würde gerne den Loot... Ah, verdammt, ich kann mir den Loot nicht mehr holen. Okay, auf jeden Fall, Leute, ihr habt es gesehen. Doppel-Semi-Auto-Sniper ist richtig, richtig nice für Close-Range-Fights. Wie viele No-Scopes ich getroffen habe. In dem einen Fight einfach 3 No-Scopes getroffen. Der hat einfach Full-Schild. Der kleine Lacker. Und ich falle hier runter, weil ich mich erschreckt habe. Wo bist du? Wo treibst du dich rum, Kollege? Ah, da unten. Ich kann es euch nochmal demonstrieren, wenn ihr wollt, aber... Nee, komm, wisst ihr, was wir machen? Oh mein Gott. Oh mein Gott! Okay, Leute, nee. Scheiße. Ich habe keinen hier. Verdammt, Alter, ich habe nur 100 HP. Das heißt... Fuck. Das heißt, ich brauche Heal. Oder soll ich ihn töten? Ich kann auch versuchen, ihn zu töten. Ist er noch da drin? Ich glaube nicht, er ist da drüben rein. Oh mein Gott, was? Ich habe mich selber getötet. Hä, wie das denn? Wie habe ich mich selber getötet? Oh mein Gott, nein. Okay, Leute, egal, 12 Kills. Richtig coole Runde gewesen. Ich sage ein riesengroßes Dankeschön an jeden Einzelnen, der hier zugeschaut hat. Danke für euren Support. Schaut unbedingt auch in den Streams vorbei. Ich mache jetzt diese Woche jeden Morgen ein paar Guten-Morgen-Streams über den ganzen Tag verteilt so ein bisschen. Wird das sich wahrscheinlich ziehen. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. 12 Kills war eine lustige Runde. Und Leute, Double
Semi-Auto-Sniper, so viele No-Scopes, wie man da trifft. Einfach paar, 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 20 Schüsse hintereinander ballern. Richtig, richtig nice. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge Fortnite Battle Royale. Und schreibt mir in die Kommentare, ob ich den Modus nochmal spielen soll. Und lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.